Oh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Crusader Kings 3. Ja, da bin ich wieder. Euer Kaiser. Der Henno. Beim letzten Mal, meine Damen und Herren, es ist schon ein bisschen her. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wir haben Friesland einverleibt. Wir haben Wales einverleibt. Wir haben in Irland mal ein bisschen für Ordnung gesorgt, muss auch mal sein. Wir haben Bayern komplett weggemacht. Die sind weg, glaube ich, komplett. Das war so der größte Schritt. Unser Typ ist kurz vorm Abnippeln. Ich habe noch nie jemanden so ungesunden gesehen, also rein optisch. Schwindsucht hat der jetzt. Bens Leib, ein blutiger Hustenbeutel, der... Okay. Aber wir haben eine gute Erbfolge. Wir haben natürlich Tamina immer in der Hinterhand. Die, da werden wir heute die Blutlinie stärken. Die darf nur nicht sterben jetzt. Genau. Das zum einen. Wir können versuchen, sie noch zur Hexerei zu bekehren. Sind wir... Haben wir schon? Zur Hexerei bekehren? Also das ist irgendwie kein Deutsch. Prinzessin Tamina hat ein Hexengeheimnis, das euch bekannt ist. Okay, also sie... Also schon Deutsch, aber... Also im Klartext, sie ist schon... Auch eine Hexe oder was oder wie. Okay, was sind heute so ein bisschen die Ziele? Also, militärisch haben wir das Game geupsteppt, aber es kam noch nicht zum Einsatz. Wir haben jetzt Mangonellen. Die knallen richtig hart rein. Und wir haben jetzt gepanzerte Reiter. Und zwar 5, weiß nicht, Bataillone oder was das sind. Die, also da bin ich sehr gespannt. Die scheppern richtig, glaube ich. Dadurch, dass es jetzt schon ein bisschen her ist, würde ich einmal nochmal alles abchecken wollen, um mir auch selbst nochmal ein Bild zu machen. Wir beeinflussen hier gerade Herzogin Stefania. Warum, weiß ich nicht mehr. An unserem Hof haben wir ein paar Personalien, die wir... Die sind anscheinend nicht so das Goldene vom Ei, wa? Okay. In unserem Rat... Könnten wir, sehe ich gerade mal, noch eine Gemeinde bekehren. Würde sagen, erstmal hier wahrscheinlich. Ich könnte, also entweder ich clear jetzt wirklich komplett. Also Inselchristentum, das müsste man eigentlich im Keim hier direkt ersticken. Hier ist halt gar nichts spandauerisch, ne? Also da müssen wir wirklich ansetzen, glaube ich. Genauso wie mit der Kultur. Wird auch nicht gefördert. Was ist denn hier los? Warte mal. Religionskarte, dann geht das ja schon. Gut, dass ich gucke. Hm, hier oben können wir doch die Kultur super anpassen, weil das ist ja spandauisch. Dann geht das schneller. Siehst du? So. Heimische Angelegenheiten völlig in Ordnung. Hm, ja. Truppen regenerieren gerade. Aufgebote organisieren. Sehr gut. Komplotte stören. Ja, wir machen hier safe. Wir warten quasi gerade, dass er abnippelt, ne? Habe ich recht? Der ist halt wirklich komplett im Arsch. Der ist fettleibig, Schwindsucht, aber der Erlöser, ne? Muss man auch sehen. Mm. So, Thema Hexerei. Thema Hexerei, da gab es noch ein paar Widersprüche. Also im Grunde genommen will ich nicht darauf gehen, weil ich glaube, das ist mega strong. Ich will eher darauf gehen, um mal es abzuchecken. Wie ist das so? Ja, was kommen da so für Aktionen zum Tragen? Ja, einfach so als Spielelement abchecken. Ich glaube, das brauche ich gar nicht weiter erläutern. Natürlich hat das Nachteile für mich, ganz klar. Wir müssen dafür unsere Religion ein bisschen anpassen, denke ich. Das würde aber bedeuten, würden wir da zum Beispiel Hexerei, ist ja aktuell verboten. Perversion. Hexerei. Müssten wir anpassen, würde aber im Umkehrschluss bedeuten, wir bekommen nicht mehr so viel Ablassbriefe. So.
Wobei, weiß ich nicht. Ne, müsste man ausprobieren. Also auf jeden Fall weniger, denke ich. Aber, ja. Das ist, gehen wir aber... Ne, erstmal Blutlinie stärken mit Tamina. Und dann müssen wir erstmal abchecken, wie es überhaupt mit Tamina wird. Ich meine, die ist einsiedlerisch. Unschüchtern. Ich glaube, es kann richtig schlimm werden, tatsächlich. Die Persönlichkeitseigenschaften sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Worauf geht sie eigentlich? Wie ist sie geskillt? Weiß ich gar nicht. Ich mache mal Heirat. Nee. Ich kann hier mal Ehepartner suchen. Die hat ja irgendwie nur einen. Wir können Papo ins Spiel bringen als Riese. Bündnismacht. Wir brauchen keine Bündnismacht, bin ich ehrlich. Wir sind eine Instanz in Europa. Also vielleicht, wenn man schaut, vererblich, was haben wir da so im Angebot? Was Wunderschönes, Schwager ist jetzt, ja, ist immerhin nicht der Bruder. Guck mal, er ist gar nicht verwandt. Wunderschön. Sie ist, da fehlt wunderschön. Ne? Also, das könnte man machen. Komm, das machen wir. Der ist so 18. Gefühllos, ehrgeizig, treuherzig. Abfahrt. Machen wir mal so. An den Heiterer. Kaiser Benzleib von Spandau. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren. Gegen wen? Wer ist der Feind? Schön! Schön! Ja! Da will ich eh. Gerne. Gut, wir sind direkt wieder im Krieg. Also generell, ich würde jetzt hier auch ein bisschen weitermachen. Gegen Alba haben wir jetzt einen Waffenstillstand. Dann müssen wir wahrscheinlich erstmal abwarten, aber gut. So, wir wollen ja unsere neuen Truppen hier mal in Aktion erleben. Vielleicht so ein bisschen, um das Ganze zu beschleunigen, könnte ich hier einen Mordkomplott einfach mal anbringen. Oder entführen. Komm, 5%. Scheiße. Druckmittel fingieren könnte man auch. Oder einfach ermorden. Why not? Wir haben auch genug Knete, um hier theoretisch Leute zu bestechen. 61. Das ist ja wirklich... Ist ja gar nichts. So. Dann heben wir hier mal alle Truppen aus. Wie sieht es mit Rittern aus? Sekunde. Unsekund. Alter, 31. Voila, wer ist sie denn? Das ist unsere richtig krasse... Oh, 25. Was ist mit ihr? Wer? Nee, die darf nicht kämpfen. Es tut mir leid. Die darf nicht kämpfen. Das ist ja viel zu wertvoll. Verbieten. Ritter. Vasall und Ritter. Hauptsache Tamina nicht. Kaiserin verbieten. Ja, witzig, ne? Alter, wer ist sie denn? Ja, da brauche ich auf jeden Fall ein bisschen was. Gräfin Tamina verbieten. Heilige Scheiße. So, an den Hof rekrutieren. Ja, da brauchen wir irgendwie mal was Besseres. Können wir gerade nicht. Gut. Dann schauen wir mal. Bündnis geschmiedet. Achso, ja. Hab Tamina verheiratet. Gut, dann machen wir nochmal kurz Pause. Dann nehmen wir direkt den nächsten uns vor. Ist nur Vasall? Nicht verwandt. Na doch, aber entfernt. Und auf jeden Fall Genie ist... ja, ist glaube ich auch ein gutes Bündnis. Oh. Oh mein Gott, ich habe nicht matrilinear gemacht. Oh. Das ist sogar ein anderes... Oh mein Gott! Regeln wir dann. Kannst du bitte jetzt deine Truppen sammeln? So rein, bevor die wegsegeln. Und weg. Innovative Landschenkung. Innovative Landschenkung. Wo ist sein Haupt? Mhm, da.
Nee, wait, wo ist seine 100. Ach so. Oh, gut, wir haben schon. Genau, das wollte ich jetzt nochmal checken. Landschenkung. Ach so, das ist neue Interesse. Okay, wir sind im Hochmittelalter angelangt. Genau, das hatten wir auch noch. Haben wir denn hier alles, was wichtig war? Trägerecht. Neue Militärgebäude. Das gut, Ritterstand. Ja. Blieden sind natürlich Maschallah. Armbrustschützen. So. Windmühlen wären eher was. Heraldik. Warte. Da müssen wir jetzt gucken. Genau. Wir sind ja jetzt schon in der absoluten Lehnsautorität. Jetzt geht es darum. Was wir hier machen können. Genau. Großteilung oder Haus Senex. Also Haus Senex wäre, geht jetzt um die Erbfolge. Direkter Vasall Meinung minus. Ich probiere es nochmal. Direkter Vasall Meinung minus 5. Haus Meinung plus 5. Erbberechtigtes Kind Meinung minus 15. Bei der Haus Senex Nachfolge erbt das älteste Mitglied eures Hauses. Okay, das ist fürchterlich. Großteilung. Direkter Vasallmeinung plus 5, Spielererbe Meinung plus 15. Bei Großteilungsnachfolge geht der Löwenanteil der Titel an den euren Spielererben. Der Rest wird unter euren Kindern aufgeteilt. Gut. Also besser als die Erbteilung, denn die macht, die Titel werden gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Was haben wir hier noch? Erbt euer jüngstes Kind all eure Titel? Erbt euer ältestes Kind all eure Titel? Das wäre sweet. Primogenitur, das ist wahrscheinlich dann hier im Spätmittelalter. Verstehe. Oder machen wir erstmal Heraldik, weil Großteilung, das ist wirklich, das sollte man ASAP haben. So, noch interessant. Ist auf jeden Fall Windmühlen, klar, für Wirtschaftsgebäude. Landschenkung. Ach so. Domänenschwelle plus 1 ist sick. Auf jeden Fall. Das, ja. Bankwesen ist auch in Ordnung. Ja. Heraldik. Das müssen wir erstmal machen. Gut. So, dann haben wir jetzt Krieg gewonnen, oder? Oder wollen die noch was? Ah, geil. Geht jetzt um den Mordkomplott. Da können wir jetzt eine Karte selbst, das Gebiet selbst erkunden, weil wir ja Jungjäger sind. Genau, machen wir. Super, Krieg gewonnen. War mir ein Vergnügen. So, wie ist es hier? Krieg erklären. Kann ich! Oh. Was ist das für eine Religion? Katholiken. Ja, Kreuzzug, haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Vielleicht gehen wir es langsam an. Die Jure. De Jure. Aha, aha, aha. Herzogtum. Religionskrieg ginge auch. Okay, dann. Ah, hier können wir dann noch mehr holen, ne? Jawohl. Die dicken Schinken. Die dicken Schinken. Ist die Frage, ne? Wo ist denn hier. Hier oben ist nicht so gut besiedelt. Man sieht viele leere Slots. Das ist gar nicht das viel Land, aber die krassen, also hier unten eher im Süden von Schottland,
Hier ist das meiste zu holen, denke ich. Das heißt, da schlagen wir als erstes zu. Dann machen wir das. Welches war es? Das können wir holen. Oder das? Dann nehmen wir das, wo sein Sitz ist. Wie viel Truppen haben die denn? 2700. Ist ja wirklich. Ist ja gar nichts. Ja, gehen wir direkt rein. Haben wir Krieg erklärt? Hä? Hallo? Wieso ging das jetzt nicht? Bestätigen. Achso, ich muss Krieg erklären drücken. So. La, 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 la. Oh, die marschieren auf mich drauf. Oh. Okay. So, wir können hier nochmal ein bisschen reinpayen. Alter, Brother. Mordkomplott erhält Fortschritt. Nö, versteckt. Ja, doch. So, dann kämpfen wir da mal mit. Sie ist, jawohl, 25er Befehlshabervorteil. Mashallah. So, dann gehen wir da rein. Hier haben wir weggemacht. Wird hier belagert. Ab, jawohl. Endlich mal wieder ein bisschen Geld. So. Und durch die Mangonellen geht das jetzt hier auch deutlich zügiger. Obwohl das ja wahrscheinlich ganz gut ausgebaut ist, oder? Woran sehe ich das jetzt hier bei der Ansicht? Na gut. Ist erwachsen. Schön. Während da belagert wird, können wir hier bei Tamina nochmal gucken, wer denn ihr dritter... Ja, dann nehmen wir mal Papo auf Inzuchtebene. Abfahrt. So, da nehmen wir Silbermünzen. Mittlerweile kennt man die Sachen halt auch einfach auswendig. Stimmt, wir haben ja jetzt auch einen Kriegerorden. Ehre. So, dann wird das hier erobert. Frau gestorben. Eieiei. Trunkenbold, Abfahrt. So. Dann Armee. Lösche mal aus. Jawohl. So. Da wird sich neu gesammelt. So. Dann splitten wir jetzt hier. Und belagern hier einfach alles durch. In dem Herzogtum. Oh, jetzt schon. Oh. Nee, warte. Noch nicht. Noch nicht. Ja, oh, das geht jetzt schnell. Warte mal, warte mal. Ich habe nicht genug Geld für die dicken Fische. Jetzt? Nee, okay. So. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass der hier meine kleinen Truppen nicht angreift. Jetzt alles überrannt. Oh! Wer ist das? Bauernaufstand? Wo? Wo ist jetzt hier Bauernaufstand? Seid ihr Jack? Bei mir im Herzogtum! Hä, seid ihr dumm? Das ist ja eine Riesenfrechheit. Hä? Das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Habe ich da letztes Mal... Oh, Leute, hier müssen wir auch mal reingucken. Wenig Kontrolle in Gemeinden, siehste. Ah, okay, wir können hier ein bisschen Bande ändern. Ehre. Machen wir einmal so, dann machen wir einmal so. Ah, hier ist jetzt noch ein Tipp. Wer da zuständig ist. Ja, machen wir. Wird das ihr Vasall?
das Ding ist. Nee. Nee, mach ich nicht. Zum Beispiel Ehepartner, Bündnisse aushandeln. Prinz Bla von Dänemark. Wer ist er? 50 Truppen. Prinzessin Tamina, ja, sehr gerne. Bündnis. So, was haben wir noch? Alter, hier habe ich noch gar nicht reingeschaut. Unser Vasall. Ja, den können wir mal rauslassen. Um den ging es ja gerade auch. So rauslassen. Jawohl, Money. Money, Money. Alter, wie viel Geld? Alter. Okay, das war unnötig. Zahlung verlangen. Gerne. Das lohnt nicht. Lohnt nicht. Lohnt nicht. Sterzig. Gib die Knete raus. So. Familienmitglieder können heiraten. Dann machen wir mal nach Relevanz. Bisschen Inzucht schade, glaube ich, nicht. So. Ja, mal vielleicht die anderen Häuser einverleiben. Will er nicht. Das ist alles unsere Dynastie. Haus Wasserburg. Einverleibung. So. Verbündete Dynastiemitglied. Kriege. 45 können wir erklären. 21 Titel schaffen. Heilige Scheiße. Okay. Ich glaube, die brauchen da eine Weile. Hopefully. Ich spekuliere mal darauf, dass ich hier oben jetzt die Hauptarmee. Ich teile die mal. Ausgezeichnet. So. Ich werde jetzt einmal halbieren. So, wir haben mit 2000 Gold, weil wir die ganzen Gefangenen verkauft haben. Dann können wir jetzt vielleicht hier nochmal was reißen. Ja, immerhin. So. Dann die nochmal besiegen und die können dann nach Hause zurück und die Bauern abwehren. Ritter und Bauern. Ja, 58%. Abfahrt. Bisschen nahe hier am Soundbuggen, kann das sein? So. Ah, haben es nicht geschafft. Schade. So. Dann werdet ihr jetzt aufgelöst. Die werden verfolgt. Oder im Auge behalten. Da sind sie. Aha. So. Auflösen. Ablassbrief. So, wie weit sind die hier? Noch gar nicht weit, siehst du? So. Dann hier in einiger Nähe ein bisschen Abstand ausheben. So, ihr verfolgt hier ein bisschen. Ah, auch aufgelöst. Sehr gut. Gut. Oh, schon 50%. This is easy, I promise. Was ist das denn? Gut, muss der wissen. Stopp. Das war ein Missklick. So. Spannau. Dann nehmen wir sie, 28. Wir machen hier einen kleinen Zugriff. Oh, das sind nur Aufgebote. I. Ja gut, aber es sind auch nur Bauern da drüben. Also alles entspannt. Oh, da oben kommt er. Oh ne, warte mal. Ei, 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 ei. Ich muss ja erstmal gucken, dass ich das hier in den Griff krieg. Zwei Ablassbriefe. Ist jetzt hier ein bisschen Multitasking. Die sind immer noch nicht ready. Na gut. Hab ein paar Gefangene gemacht, aber das mache ich nach dem Krieg. So. Zugriff. Ich glaube, wenn ich das hier erober, ist die Nummer durch.
So. Dann chargen wir nochmal. Jawohl. Auflösen. 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 So, da haben wir einen Brocken uns geschnappt. Jetzt müssen wir natürlich erstmal pausieren, weil wir das jetzt wieder schön aufteilen müssen. Ne? Ah, lecker. So, alle. Also. Achso, kurz mal hier. Wie ist hier die Lage? Gut, jetzt müsste aber wirklich bald los. Also, Domänenschwelle. Ja, ist ja ein ganzes Herzogtum. Das teilen wir jetzt auf. So. Jetzt hier wieder richtig filtern. Spandau-Dynastie. Zeugen Spandaus. Sachsen. Noch was? Zufrieden? So. Und jetzt gucken wir, wer hier noch nichts hat. Wir haben hier zum Beispiel Erb. Das sieht ganz gut aus. Der hat noch keine Titel, oder? Ja, ist ja kein Vasall. Oh ne, warte mal. Woran sehe ich jetzt nochmal? Hier sind seine Ansprüche. Sieht man hier... Achso, vielleicht. Einfach, wir machen es uns einfach. Herrscher. Nicht-Herrscher. So. Wenn ich jetzt sage Herrscher. Achso, hier an dem Symbol, klar. Nicht-Herrscher. Ja, dann nehmen wir hier mal Erb aller. Der kriegt die drei. Und das hier geht an Zynisch. Mitfühlen großzügig. Nimm mal ihn. Zwei. So. Sehr gut. Jetzt müssen wir hier unten mal aktiv werden. Wir lassen hier nochmal Leute kommen. Rest der Armee. Hier ist es am zweitdringendsten. Hallo. So, weg mit euch. Bauernpack. Ab in Kerker. Ihr seid mir egal. So. Die wird hingerichtet. Und ihr werdet aufgelöst. Ablassbrief. Schlachten. Ihr habt das Bistum von Essen geerbt. Weil die... Ach, die war das. Wisst ihr, ich darf dem Pöbel hier eigentlich nichts geben. Okay. Dann geben wir das direkt wieder ab, tatsächlich. Zack. Ich hoffe, die gehorcht besser. So. Wir bauen. Kernburg. Können wir nichts bauen. Gut, wir können die Sachen gleich upgraden. Also die Städte an sich und die Burgen an sich. Mal erstmal das, was wirklich mir gehört. Achso. Ja, hier sowas. Ja, stimmt. Das gehört ja erst dem niederen Adel. Da habe ich ja ein paar Abgaben quasi. Okay. Aber dann baue ich das trotzdem erstmal alles aus. Da sehr wenig Kontrolle overall betrachtet. So. Da wird der Tempel an sich verbessert. Gut. Wir haben immer noch Knete. Dann. Das geht nicht. Da müssen wir erst Dings erforschen bei Kultur. Genau. Hier vielleicht. Burg 1. Burg 2. Da wieder ein paar. Ach so.
Ja, 300 Tacken, 100 Tacken, gerne, gerne, gerne. Auch Burgstufe 2. Hier wird gebaut. Burgstufe 2. Wird gebaut. Ah, siehst du mal. Fast übersehen. Ja, ab zur Party. Zur Party. Und ich sag konkret. Ja, geile Party. So, ja. Rest wird bebaut. Ehre in den Äs. Das gehört nicht mir. Nice. Wem gehört eigentlich Aachen? Aha. Nun gut. Kronschmieden, alles klar. Gut. Money haben wir. Kriegsvolk haben wir. Gut, hier können wir immer noch ausbauen, ne? Rein theoretisch, mathematisch. Ja, interessante Gespräche, aber ich finde, er sollte jetzt langsam sterben. Amina braucht noch einen schönen Ehepartner. Hä, Papo nicht oder was? Oder wie? Abfahrt, dachte ich. Ach so, ist ja schon. Hä, warum nochmal? Hä? Warum wird ihr hier nochmal angeboten? Ja, ist doch gut. Er hat angenommen, cool. Aber das ist ja lost. Er hier. Ja, ihn habe ich ja auch schon. Check ich nicht ganz. Was das soll. Kann ich gegen ihn Krieg führen? Gut. Zugriff. Das, dieser grasgrüne Fleck. Also grün ist für mich auch eine Geschlechtskrankheit. Widerlich. Machen wir weg. Stört mich jetzt gerade. Bin ich ehrlich. Ja. Machen wir da hier Vollgas. Ah. Ist egal, weil er stirbt eh bald. Lass mich in Ruhe. So. Ablassbrief. Vorzüge verfügbar. Dann nochmal Volksmeinung. Gut. Nochmal weg. Gelöscht. Gut. Abfahrt. So, gehört das auch uns. Das sind diese Blitzkriege, ne? In Crusader Kings. So. Ja, der hasst mich. Können wir erstmal Bekehrung verlangen? Generell, wie ist es denn auch hier? Bekehrung verlangen. So, die ist spandauisch. Sehr gut. Wie ist es hier? Sehr gut. Alles für den Glauben. Ja, komm, 300 Tacken. Gerne. Gepriesen sei Gott. Sehr gut. Genau, muss ich hier... Ah ne, das sind ja meine Spandauer, die ich hier reingebracht habe. Oh ne, tatsächlich teilweise nicht. Ja, ich bezahle auch gern. Ich muss hier Glauben... Den Glauben stabilisieren, ne? So. Die will nicht. Dann wird ihr Titel aberkannt. Ja. Sofort aberkennen. Gut, sie will aufs Maul. Das war dumm. Stopp. Sie will aufs Maul, bekommt sie, ist doch klar. Nee, nicht hier wegrennen. Das finde ich nicht gut. So. Zwei Ablassbriefe. Einen habe ich verpasst. Generell, ich glaube, ab und zu verpasse ich da oben was. Aber es passiert im Besten. So, ich habe auch noch Gefangene, genau. 300 Tacken. 100, ja, komm. Oh, lecker. Ja, ich nehme jeden Taler. Bündnisse aushandeln. Ja, gerne. Geld. mit Königin sonst was? Ja, gern. Gerne. Wunderbar. Ihr
verlor die Eigenschaft Schwindsucht. Ey, bitte stirb. Kann ich nicht Selbstmord machen? Ja, ne? Sich dem Alkohol ergeben. Das ist auch richtig ungesund, oder? Nö, okay. Gewichtsabnahme einstellen. So, gewonnen. Und du wirst hingerichtet. Ist ja klar. Nee, Tilabaken. Okay. Und hinrichten. Weg. Gehört einem anderen Glauben an. Was soll ich machen? Null Toleranzpolitik von den Spandauer Zeugen. Ist doch klar. So, das bekommt ein richtig schöner Spandauer. Beatrix von Rendsburg. Bluter. Oh, nee, dann lieber nicht. Hier. Merten. Spandauer Kolben. Ja, los. Du bekommst das. Bitteschön. So. Wie sieht's aus im Rat? Guck mal, die sind ja auch schon durch. Dann das hier noch weg. Zack. Und Kultur, ja. Das ist hier oben eh so ein kleines Chaos. Guck mal hier. Zack. Machen wir so. Religion sieht gut aus, Kultur noch gar nicht. Ja. Aber okay. So. Jo, Truppen sind regeneriert. 24.000. Wir können hier jetzt Befehlshaber ausbilden. Dann kriege ich wieder ein paar deftige Ritter. Selbstmordversuch geht irgendwie noch nicht. Ich könnte meinen Arzt kündigen. Jawohl, aber auf die Fete. So. Militärische Alternativziele neben Alba, weil da brauche ich jetzt eine Weile, ne? Burgund. Wir hatten ja überlegt, ob wir den Papst völlig wegbumsen. Dann müsste man einen Kreuzzug machen. Wie steht es denn um die Katholiken? Ja, gar nicht mal so gut, ne? Kann man irgendwie einsehen, ne, Katholiken, wie viel Truppen die haben? Nö, ne? Ich meine, wir können ja auch nach Frankreich jetzt mal langsam vorstoßen. Eigentlich für mich eh ein großes Fragezeichen, warum ich erst jetzt drauf komme. So, hier sowas hier mal einverleiben. Was ist das? Religionskrieg um Herzogtum. Keine Verbündeten. Direkt einverleiben. Also wir müssen jetzt hier mal mit größeren Schritten vorankommen, ja? So. Die haben wir. Oh, da oben ist schwierig jetzt. Aber sie gewinnen. Das ist ja lächerlich. Lol, gewonnen. Easy. Easy. Alle auflösen. So. Und ich hätte... Genau, das geben wir ab. An Steffen. Spandau Northampton. Das hier auch. Zack. Schön. Sehr schön. Kann ich nochmal Ritter ein... Nee, gut. So, das war ein Quickie. Ne? Wie sieht's hier aus? Burgund. Herzogtum. Das wäre auch wieder ein richtig fetter Brocken. Ja, aber das Ding ist... Ich meine, ich könnte das jetzt hier wirklich eine Folge nur Krieg führen. Ich habe 45.000 Kriegsgründe. Also minus den Nullen, aber ne, reicht trotzdem.
Alter, rechts oben einfach. Also ist komplett broken. Wir sind komplett broken geworden. Guckt euch das hier oben an. Das ist alles. Also wir haben alles. Noch eine Party. Wir kriegen eine Party an, ne? Einladung nach der anderen. So. Hier wird nur gebaut. Ist auch bald durch die Nummer. So, Burgstufe 2. Ich lese das schon gar nicht mehr. Es ist mit ihm gerade so egal geworden, wirklich. Ich meine, ich gehe eigentlich fast nur noch nach neben Symbolen daneben. Hier, ja, gut. Easy. Entspannung eingeleitet. So, ein bisschen was gebaut. Ein paar Ablassbriefe. Geld in Strömen. Irgendein Schwiegersohn ist verstorben. Warum kriege ich dafür eine Nachricht? Also ganz ehrlich. Das ist doch lächerlich. So, wie sieht's im Rat aus? Sind noch am Arbeiten. Sehr gut. Huch. Ja, wir können uns runterarbeiten. Wie ist es mit Venedig? Guck mal, habe ich sogar... Naja. Oder hier sowas wie Pilsen. Das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht. Großmähren. Nordmark. Die mögen mich halt alle nicht, ne? Aber keiner fordert mich heraus, ne? Niemand, es gibt niemanden, der mich bekriegen möchte. Ja, ich meine, wir können die ganze Zeit Kreuzzüge machen, aber... So, ich glaube, wir machen mal das. Auf ganz entspannt. Lada. Voila. Wobei sie hat... Ja, doch. I guess. Ab in Kerker. Ratsposten. Ach so. Ja, gut. Nehmen wir ihn. Hat auch einen hohen Wert. Wie viel sterben da? 1000! Ja, gut. Das ist, glaube ich, immer abhängig von der Größe des Heers. So ein bisschen, ne? Haben wir, oder? Nee, haben wir nicht. Ja, sollen wir dienen? Gerne. Und rein. Und weg. Oh, da unten ist noch was. Schön. Vernichtet. Ja, teilen wir wieder ein bisschen auf, wa? Alter, ey, ohne Witz. Dass man das hier nicht irgendwie besser bearbeiten kann. Hast hier rechts alle. Also, ne, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat mit seinem. Mit seinem Reich. Ey, was da reinprasselt an Aktivitäten. Heftig. Ja, okay, I guess. So, was haben wir hier? Genau, darauf sparen wir. Glaube ich. Oder hatten wir uns was anderes ausgesucht? Meine, sowas ist auch krass, ne? Das kostet ja auch nur 1000, aber... Ja, plus 5 Jahre. Also wenn man da mal was Krasses hat, der vielleicht nicht fett ist... Hier jetzt los? Was wollt ihr? Mhm. 83%.
Seht ihr gar nicht immer, ne? 83% sind wir gerade. Ja, das ist der Nachteil, wenn ich hier unten hocke. Oh, Alter. Dass die den Bug auch nicht hotfixen, ne? Immerhin nur ein Visual Bug. So. Gewonnen. Wie schnell man mittlerweile einfach so sein Reich vergrößert, ne? Es ist Snowballen, pures Snowballen hier. Wieso können die nicht alle auf einmal aufgelöst werden? Müssen die wissen. So. Wieder ein richtig dicker Brocken rein. Boah, geil. Schön ist, wenn wir unsere Nachfolge antreten, dann wie machen wir das? So, ne? Dann können wir auch wieder eine Invasion starten, ne? Als Kriegsgrund, den man nur einmal im Leben machen kann. So, Sohn von uns. Ja, warum nicht? Der kriegt 4. So. Wie sieht's im Rat aus? Genau, hier können wir wieder was machen. Gemeinde bekehren. Das geht ja schnell. Können wir clearen. Wir clearen hier erstmal das Katholische weg. Das möchte ich eh nicht. Ne? So. Ja, wir haben... Also, ja, wir haben Arsch voll Gold. Können wir nochmal alles durchchecken. Hier können wir noch was machen. Jo. Jawohl. Jawohl. Das ist halt einfach... Also, es ist so ein Snowballen hier. Also, die Ablassbrille... Also, ich check halt mit diesem Spiel das Christentum. Habe ich nie gecheckt. Aber es ist halt einfach... Also, die machen so viel Geld. Haben viel Geld gemacht. Deswegen steht auch einfach... In jeder Scheißortschaft ein fettes Gebäude, weil die hatten so viel Geld. Ich merk's ja hier. Was hier an Geld reinkommt, ich krieg's gar nicht ausgegeben. Ich baue auch nur noch irgendeine Scheiße. Ich lese mir nicht mal durch, was es bringt. Deswegen steht doch in Salzgitter Beinung trotzdem eine fette Kirche. Es macht Sinn. Weil man es einfach hatte. Man hatte es. Ja. So. Mega smart. Also rein wirtschaftlich betrachtet. So, wie ist denn mit dir? Wann stirbst du denn? Du bist übel fettleibig. Und Tamina ist jetzt schon 27. Kann ich mich endlich umbringen? Aber wir gehen mal auf eine Jagd. Vielleicht sterben wir. Ritter einladen. Sehr gut. Okay. Was haben wir hier? Wer seid ihr denn, ey? Freund der Tiere, 20 Jahre. Alles klar, Bruder. Jawohl! Der Weg des Tiers endet hier vor mir. Zu 31% sterben wir. Abfahrt. Nice. Papst Tamina. Sehr gut. Oh, das klingt nicht gut. Ich hole mir kurz was zu trinken. Ich nutze das mal eben. Ist, glaube ich, guter Break. Können wir alle mal Pipi machen gehen? Bis gleich. Oh, Anspannungsstufe 1 sehe ich schon. Eieieiei. So, fertig mit Pipi? Jetzt verpasst ihr was. Na gut, ihr könnt ja pausieren. So. Okay, jetzt ist natürlich erstmal wieder hitzig. Weil jetzt müssen wir erstmal wieder das Reich ordnen. Aber das war auch eben zu einfach. Das hat überhaupt keinen, ne? Also es hatte keinen Reiz. So, ich wollte mir was zu trinken holen. Oh, knackt noch. Schön. So. Oh, erstmal, wir sind nicht Dynastieoberhaupt, sondern König Paxtian. Alter, das ist Herkules. Okay.
Also, das ist ja ein spannender... Okay, es muss spannend gewesen sein, wie sich das ergeben hat. Rat. So. Alter, Papo ist einfach der übelste Ochse. Okay, das geht gar nicht. 8. Das ist ja lächerlich. Wir nehmen 43. Moin. So. Ratskanzler. Nehmen wir gerne unsere Schwester. So, dann nehmen wir hier Graf Ludwig. Why not? Hier brauchen wir jemanden, der uns halt mag. Sehr gut. Sieht gut aus. Und Ratsmarschall. 25, genau. So, jetzt uns mag niemand. Das heißt, wir machen erstmal eine fette Feier. Geht nicht, weil wir eine Armee befehligen. Okay, wir haben ja anscheinend ein bisschen Heckmeck, wie ich das sehe. Okay, müssen wir gleich mal klären. Lebenswandel, jetzt wird es interessant. Also, Persönlichkeitseigenschaften schüchtern, hinterlistig, sadistisch. Dadurch, dass wir hinterlistig und sadistisch sind, mag uns übrigens auch niemand. Wir können direkt mal Blutlinie stärken, oder? Ah, muss ich Dynastieoberhaupt sein? Okay, kriegen wir hin. Hauptsache, wir sterben nicht. Meine Ehemänner sind wieder weg. Voila. Schisch. Hier, Albrecht. Vom Ostfrankenreich. Ist nicht verwandt. Und Genie, das ist gut. Doch, ist verwandt. Was haben wir noch? Ja, egal. Haben oder nicht haben, ne? Wobei, wir können eigentlich nur noch... Wir gehen nur noch nach... Skill. Bin ich ehrlich. Ich brauche jemanden, der richtig krass viel Diplomatie hat. Er hier. Oder wie wäre es mit Summe aller Werte? Papo. Krass, ist echt der Beste. Okay, na dann. Dann machen wir doch wieder ein bisschen Inzucht. Abfahrt. So, wer will aufs Maul? Warum verlieren wir? Krieg um den Anspruch von Graf Adalgar auf Königreich von Ostfrankreich. Sind die Jack? Wer ist der Verräter? Wir haben diesen... Nee, wir sind Verteidiger. Ist das ein... Der Krieg begann vor 7 Jahren. Ist anscheinend... Ein Vasallenkrieg. Eure Kriegsbeteiligung 7%. Ja, dann legen wir mal los, weil ich verliere keinen Krieg, dass das klar ist. Erstmal machen wir die 7000er weg. Das Ding ist, uns mag niemand, deswegen müssen wir auch ASAP, genau, Festmahl veranstalten. Ja, genau das. So, die haben 42 Ritter. Warte mal, da müssen wir nachpumpen. Aber wir haben deutlich bessere Truppen. Alle kriegen 20 Meinungen. So. Wir haben eine Menge Fraktionen, die gerade entstehen. Jo, stimmt ja. Skillung. Bildung. Sie hat, also ihre Skills übrigens auch, ne? Sie hat echt einen Arsch voll Bildung. Und geht gerade auf gesunder Körper und ist da schon sehr weit. Das würde ich mitnehmen. Das würde ich einmal mitnehmen. Wir machen aber... Wir machen aber...
Ich glaube, Schwerpunkt auf Gelehrsamkeit. Dann können wir nebenbei noch gut Kultur weiter voranbringen. Sehr gut. So. Das ist gerade sehr entscheidend. Vielleicht, ich hätte aufpassen sollen, wie viel... Wir sind Dynastie überhaupt. Wie viel Ritter? Blutlinie stärken, Abfahrt. Boah, Alter, ist das laut. Zack. Dynastie Spandau hat starkes Blut erhalten. Kleiner Bonus auf Gesundheit. Chance auf Vererbung von guten vererblichen Eigenschaften plus 40%. Chance auf neue gute vererbliche Eigenschaften plus 400%. Das war, glaube ich, vor dem Patch 4000 tatsächlich. So, seit Generationen ist unsere Dynastie für ihr edles Blut bekannt, ja. Keucher, Zwerge. Es ist ja in letzter Zeit nur Mizzets. So, Lebenskraft, Schönheit und Intellekt. Naja, so ein bisschen, ne? Ey, funktioniert das nicht? Machen wir so. Geht auch nicht. Oh, das Ding ist nicht an. Dann machen wir es jetzt so händisch. Okay. Jetzt. Aber fail, tut mir leid. So. Meine eigene herausragende Stellung unterstreicht dies nur. Ich vereine die besten Qualitäten unserer Dynastie in einem Menschen. Ja, so gar nicht arrogant. Mein Name und meine Gaben werden noch Jahrhunderte in meinen Nachkommen weiterleben. Alles klar. Ihr seid jetzt als die Mutter, die Blutmutter bekannt. Moin, Alter. Klingt auch gar nicht nach Sekte. Steht das hier irgendwo, ob ich Blutmutter bin? Göttliches Blut, by the way, ja auch. Ja, alles klar. So. Okay. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch zumindest vorübergehen. Volksmeinung plus 5? Nee, wait. Wir hatten noch hier... Meinung Ehepartner. Meinung Dynastie. Na gut. Wait. Wir können ja auch ein bisschen den Rat erstmal sichern mit... Wer uns mag. Also generell, wir sind noch sehr angespannt. Alter! Kaiser Albrecht, Bruder. Warum ist Papo nicht hier? Warum ist Papo König? Na, ist auch egal. Ach, der hat auch noch andere Frauen. Okay. Moin, alles klar. Und er nicht. Und deswegen ist er Kaiser. Papo hat andere Titel noch. Gut. Schnappen wir uns hier jetzt noch. Also Genie ist halt Pflicht, ne? Hier sowas. Bruder. Abfahrt. So. Aber. Was ich eigentlich wollte. Beeinflussen. Wen beeinflussen wir jetzt erst im Rat? Ich würde sagen, das, was am schwierigsten erstmal aussieht. Wir können auch Geschenke erstmal reihum vergeben. Vielleicht eher bei den Vasallen. Geschenk. Guck mal, 19. Geschenk. Geschenk. Also wenn es uns an einer Sache nicht mangelt, dann ist es Geld. Ja, dann können wir die Einflussreichsten schon mal ein bisschen bearbeiten. Dass wir hier zumindest einen leichten Positivtrend haben. So. Weil wir kriegen auch weiterhin, sind wir ehrlich, richtig scheiße viel Geld durch Ablassbriefe. Was haben wir für Kinder? Inzucht. Merde. Okay, ja, ist was. Können wir unterrichten? Nett. Unterrichten. Aber beides Töchter, ne? Ja, deswegen. Okay. Also der braucht einen brauchbaren Sohn. Okay. So. Das sollten wir trotzdem jetzt stark gewinnen, ja. So. Das hat leider dem Krieg irgendwie nicht geholfen. Aber sie sind komplett zerstreut. Wo ist denn hier von denen das Hauptlager? Da. Mhm. Ich würde hier ein paar Verbündete jetzt, glaube ich, rufen, damit wir das möglichst schnell noch... Ein bisschen Geld können wir hier nochmal zusammenkratzen.
gerne. Bündnisse aushandeln? Guck mal. Achso, das wäre der Schmoggo. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Sterzig. König von Irland. Ja, gerne. Natürlich auch Bruder und Schwager. So. Ja, die will den immer noch. Macht jetzt sogar Sinn. Macht jetzt sogar Sinn, weil dann mag sie mich mehr Ehre. Bringt mir eh nicht so viel. Nein, das möchte ich nicht. Können einige Verbrecher eingekerkert werden? Okay. Das machen wir in einer ruhigen Minute. Wir haben halt keine Bündnisse. Tatsächlich, ne? Wir haben keine Bündnisse. Das heißt, wir sollten vielleicht eine Heirat arrangieren. Ich kann einfach meinen Sohn mit meinen Töchtern verheiraten. Das ist so durch, ey. Wait, ich habe irgendeinen Filter drin, oder nicht? Fruchtbar? Nee, hä? Okay, ich bin anscheinend sehr unbeliebt, oder? Na ja, gut. So. Ach, guck mal, hier auch. So. Ah, hier sind unsere Verbündeten. Sehr gut. So, wir haben Bündnis von mit Sterzig geschmiedet. Können ihn nicht in den Krieg rufen, weil es sein Krieg ist. Richtig? Müssen wir mal gucken. So. Mhm. Hier würde ich direkt mal reingrätschen, wenn ihr erlaubt. Sehr gut. Habe ich ein paar abgefangen. Komm auch stellenweise zurück. Ja, wir müssen ja jetzt erstmal diesen Krieg hier ausfechten. Oh. Das ist doch unknifflig. Okay, die umgehen mich aber. Okay, jetzt muss ich die Übersicht behalten. Die wollen irgendwie alle da hoch. Was gut ist, weil die kriege ich dann jetzt alle gesnackt. Sehr gut. Mein Mate hat meinen Rücken. Ich boxe da richtig Truppen weg. Sehr gut. Da sind jetzt noch ein paar. Habe ich. Gut. Gut, gut, gut. Befehlshaberin befördert. Ja, gut. Ich brauche generell ein paar Ritter. Ritter einladen. Jagd veranstalten. Alles. Alles ASAP machen. So, hier wird befreit. Okay, was haben wir hier? Unhöflicher Vasall. Minus 55. Ihr verliert Anspannung, weil ihr sadistisch seid. 39. Nehmen wir mit. So, sehr gut. Feinde treten aus dem Krieg aus. Aha. So, Ablassbrief. Jetzt geht's wieder los. Okay. Ich glaube, wir haben hier gerade einen guten Turn. Ich weiß nicht, was deren Auftrag ist. Ach, die gehen zurück nach Haus. Okay. Ja, wir haben hier auch sehr viele Feinde. Aber es geht ja hier ums Ostfrankreich. Deswegen ist mir das da drüben egal, solange Köln und das hier läuft. So. Hier will jemand aufs Maul. Nehmen wir die 6er Armee und gehen da rein. Schwanger. Alles klar. Sehr gut. Noch mehr Ablassbriefe. Hier wird jetzt befreit. Okay. Die hauen auch nach England ab, wa? Das ist geil, wenn man die hier unten besiegt, dann hauen die erstmal hierhin zurück ab, weil das ihr Gebiet ist. Nebenlinie von Sachsen geschaffen. Alles klar, Bro. So.
Dann klären wir das noch. Das klären wir. Ja. Ja, ist ein bisschen frickelig gerade hier. Aber kriegen wir hin. So, wir dürfen natürlich nebenbei... Ah, sie ist gestorben. Wir können natürlich nebenbei... das ist natürlich bitter, sie hat einen sehr guten Wert. Aber ich kann jemanden rufen. Hm, ist aber kein Vasall. Deswegen nehme ich, glaube ich... Ich meine, der eine Punkt in Kriegsführung. Dann nehme ich lieber Gräfin Sophia. Da steigt dann ordentlich die Meinung. Die hat aber nur 8 Truppen, die ist mega unrelevant. Er hier... Prinz Henning. Machen wir so. Hier würde ich gerne Bekehrung verlangen. Gut. Genau, Rat auch nicht vergessen. Aufgaben. Kultur zum Beispiel. Machen wir Religionskarte. Erstmal. Oh, hier ist ja auch schwierig, ne? Also wir müssen irgendwie, wir müssen Grenzen ziehen. Ich glaube, ich mache hier unten erstmal die Zipfel alle weg. Boah, nervig. Ja, wie ich. Das Schöne an so England ist. Es gibt halt klare Grenzen, also das kann man komplett clearen und ich glaube, das bleibt dann erstmal wie so ein eigenes Kulturökosystem bestehen. Angelsächsisch. Auf der anderen Seite, sowas wie Holländisch könnte man halt komplett eindämmen und dann ist es für immer weg, oder? Weil... Oder irisch. Ist das hier nordisch? Okay. Ich glaube, ich mache erstmal holländisch weg. Ja. 2 Jahre. Na gut. Okay. Persönliche Komplotte. Hexerei würde ich gerne vorantreiben. Oder, ja, genau. So, würde ich jetzt anfangen. Das Ding ist, der mag mich halt gar nicht. Aber vielleicht erstmal ihn, wa? 95% Abfahrt. So. Müssen wir eigentlich noch die Religion ändern? Können wir eigentlich mit ihr auch machen? Sie geht ja gerade eh auf Bildung. Hm. Dahin kommen wieder ein paar Truppen. Aufploppt. Es ist ja echt heftig. Ziehen wir nach oben. Hm. Ach so. Weiß ich, was deren Plan ist. So, wir haben einen Sohn. Oh. Keine negativen Trends. Sehr gut. Nennen wir Sterzig. Nee, wir hatten lange auch keinen Kalle mehr. Kalle. So, und der wird jetzt persönlich unterrichtet. Von mir. Kann ich mich selber nicht nehmen? Hallo? Unterrichte ich schon genug oder was? Oder wie? Wieso kann... Vormund. Wieso kann ich mich nicht nehmen? Hä? Weil ich eine Frau bin oder was? Nee, das macht ja keinen Sinn. Mündel. Ich habe nur einen Mündel. Wieso? Wieso kann ich keinen zweiten Mündel haben? Hm. Gut, I guess. Was hat der für eine Kultur? Gälisch. Mhm. Na gut.
So, wie gehen wir hier vor? Ich würde sagen, wir gehen da rein. Der war strong. Alter. Geld. Aber ich verliere auch ganz schön viel Geld. Müssen wir mal schauen, ne? So, ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal ein feindliches Gebiet. So, das ist besetzt. Sehr gut. Hier auch nochmal klar Schiff gemacht. Warte mal, was ist denn hier los? Nee, 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 das geht aber nicht. Es ist schon besetzt, glaube ich, oder? Dann müssen wir das da jetzt holen. So. Königreich von Irland. Alles klar, hat seinen Hauptsitz in Gleichenstein bei Mühlhausen. Okay. Dieses Game ist so durch manchmal, Alter. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, dass wir in so einen Krieg hier starten. Ist das hier besetzt? Müsste ja, ne? Okay, ja, könnte auch noch von einem anderen Krieg besetzt sein. Okay, ich kann hier jetzt meine Leute ausbilden. Ich würde sagen, der Ratsverwalter. Ratsverwalter macht am meisten Sinn. Ja. Alter, 25 Ehre. So, beeinflusse ich mal ihn. Stimmt, sie ist ja gestorben, die ich beeinflusst hatte. Mann. So, wir haben ordentlich gefangen, ne? Was ist jetzt los? Mitfühlende Zwistigkeit. Angerührt durch meine Nöte hat mir Herzog Flein schon bei vielen Gelegenheiten Rat und Hilfe angeboten, in der Hoffnung, mir die Last meiner Pflichten zu erleichtern. Die Aufmerksamkeit von Flein mir gegenüber hat jedoch den Groll von Königin Tamina geweckt. Andere Tamina. Von Bayern. Gibt mehrere. Flein ist nicht zu trauen. Das ist nur ein Plan, um euch auszunutzen, meine Fürstin. Ja, Flein mag mich tatsächlich nicht. Und er ist unbedacht. Und Tamina ist zufrieden. Flein wird euer Freund. Tamina Rivale. Okay, wie einflussreich ist denn der Flein? Schon sehr. Gut, ich sage einfach mal, dass er halt Meinung verliert. Tamina gewinnt. Ich krieg Schrecken und richtig viel Anspannung geht flöten. Habe ich denn noch viel? Ja, dann mache ich das. Gut. So, die Ritter, die ich euch zurückziehen. Okay. Arzt suchen. Habe ich noch keinen. Suchen wir mal einen. Vielleicht kommt mal was Krasses bei rum für meinen Hof. Ansonsten, oh, hier 15 Bildung. Das wäre auch ein guter Arzt. ...19 Kampfgeschick. So, ein paar Ritter. 22 Kampfgeschick. Sehr, sehr gut. Okay. So. Hier wird belagert. Okay, ich habe gerade wieder sehr viele Siegpunkte verloren. But why? Oh, nee. Die machen hier irgendwie Stress. Hofarzt. 17 Bildung. Ja, nehme ich Arlof. Abfahrt. Ja, das ist der Bonus, wenn man Geld hat, ne? Das ist einfach nice.
Befehlshaber verbessert. Error. Ah. Stadt Chaumont für den Orden. Ja, gerne. Kriege ich richtig viel Asche für. Ist nicht mein. Meine Grafschaft. Von daher alles entspannt. So. Vorzüge verfügbar. Hände waschen. So. Können wir nicht einen Anführer bestimmen? Hier, Papo. Und hier bitte auch. What the fuck? Gehen wir hier drauf. So. Ach, guck mal, hier oben kann auch was herkommen. Also. Was ist denn hier noch unbesetzt? Ich meine, ich habe ja hier ein. Aha, hier unten. Okay, da ist aber unser Mate. Warum macht der nichts? Hm. Hier ist noch was besetzt. Ach so, muss ich unsere Geschichten befreien vielleicht? Ja, sehr gut. Okay, Pause. Brillante Arbeit. Ah, die wurden. Religion wurde gefördert. So, Turnierprobleme. Ihr entdeckt ein zufälliges Geheimnis aus dem Reich. Ja, was habe ich davon, wenn er mein Rivale wird? Zufälliges Geheimnis. Alter, Geld, Geld, Geld. So, dann machen wir hier Heckmeck. Geld. Alter. God bless. Mein Gott, was war das denn für ein Krieg? Okay. Du wirst sowas von gefoltert, Brother. Wir haben jetzt einen Charakter, das ist das Schöne. Der ist hinterlistig, sadistisch. Wir können jetzt komplett durchfoltern und dann auch schön auf Ränkespiel gehen. Das ist mein Plan. Wir verlieren Anspannung, wenn wir foltern. Wir gewinnen Schrecken. Haben wir noch gar nicht viel in diesem Let's Play mitgemacht. Ich lese mal vor. Schrecken ist ein Maß dafür, wie gefürchtet ein Herrscher ich ist. Sieht man hier immer an dieser Peitsche. Eingeschüchtert. Papa ist eingeschüchtert von Tamina. Herrscher erhöhen ihren Schrecken, indem sie grausame und kaltherzige Taten wie das Foltern und Hinrichten von Gefangenen begehen. Schrecken macht es möglich, als Tyrann zu spielen, denn besonders aufmüpfige Vasallen können eingeschüchtert oder verschreckt werden, weil sie einfach zu viel Angst haben, sich gegen den Herrscher zu wenden. Der Schrecken eines Charakters reicht von 0 bis 100. Mit der Zeit pendelt er sich beim natürlichen Schrecken eines Charakters ein, der von seinen Persönlichkeitseigenschaften abhängt. Ein schrecklicher Herrscher hat folgende Vorteile. Vasallen werden davon abgeschreckt, Fraktionen beizutreten. Vasallen werden davon abgeschreckt, Komplotte zu schmieden. Annahmebereitschaft von Vasallen wird erhöht, etwa beim Entzug von Titeln. Sehr, sehr vorteilhaft. Annahmebereitschaft einer angebotenen Vasallisierung wird erhöht. Kurfürsten stimmen wahrscheinlicher mit euch. Ja, das sind dann die Abstimmungen, die wir eh nicht machen. Vasallen stellen sich seltener Gesetzesänderungen entgegen. Deswegen wird er jetzt komplett durchgefoltert. So. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Frieden. Sehr gut. So, jetzt können wir noch direkt hinrichten. Akt der Tyrannei. Also das ist eine junge Dame, die nicht vom, also die gehört nicht zu unserem Haus, hat einen Anspruch erhebt in unserem Reich für das Ostfrankenreich. Das ist schon sehr schwierig. Dann kommt die erstmal in den Kerker. Ja.
So. Jetzt. Gehen wir auf eine Pilgerreise. Und zwar auf eine richtig fette, fette Pilgerreise. Jerusalem. Abfahrt. So, dann bauen wir mal wieder. Muss ja auch weitergehen, ne? Ab und zu nochmal kommt so ein leckerer Ablassbrief rein. So. Wie sieht's hier aus? Okay. Warte mal, ist er jetzt Hexer oder nicht? Ja, das hatte ich. Warum hat das nicht geklappt? Wir machen hier erstmal den Tick durch. 8 Monate. So, Religion. Religion. Machen wir hier mal katholisch weg. So. 4 Jahre, wallah. Okay. Gut. Verachtung Heiden gegenüber, sehr gut. Bringt was? Meinung von anderen Glauben minus 5. Meinung anderer... Achso, ja, gegenseitig. Aufgebot, Verstärkungsrate, gleicher Glaube plus 20%. Lecko. So, wir haben sehr viele Gefangene. Die lassen wir mal alle frei. Wir wollen ja kein böses Blut. Ah, das war ein Krieg. Ist in Ordnung für mich. Alle freilassen vielleicht? Massenfreilassung. Einer nur. So, einer wird... Ne, einer wurde ausgenommen, ne? So, noch ein Sohn. Au. Zeugungsunfähig. Ja, dann wird das Hendrik. Geil, das bringt hier Prestige, Ehre. Oh, hoppala. Pilgerreise, Adams Unschuld. Okay. Als meine Gruppe sich anschickt, das Lager abzubauen, bemerke ich große Aufruhr in der Nähe. Ein nackter Mann ist auf einen hohen Felsen geklettert und predigt vor der versammelten Menge. Die Erbsünde befleckt noch immer unsere Seelen, meine Freunde. Doch das muss nicht sein. Wenn wir unsere Gewänder ablegen, können wir die verlorene Unschuld von Adam und Eva zurückgewinnen. Dann und nur dann wird der Heilige Geist uns alle würdig betrachten und uns Gottes wahre Liebe zeigen. Er weiß, wovon er spricht. Ich habe mich den höchsten Mächten noch nie so nahe gefühlt. Konvertiert, nein. Ketzerei, holt ihn dort runter. Ich fordere ihn zu einer theologischen Debatte heraus. So 99% gewinnen wir und er konvertiert und er schließt sich unserem Hof an. Wir bekommen 300 Bildungs-Lebenswandel-Erfahrung und 250 Frömmigkeit. Ich meine, der ist nicht sonderlich useful, aber ist okay. Machen wir. Abfahrt. So, was haben wir noch im Käfig? Sehr gut. Gut. Okay, Eigenschaft Pilger, easy. Gut. Hingabestufe erhöht. Warum guckt sie eigentlich so? Weil sie schüchtern ist, oder? Oder einsiedlerisch? Na gut. So, haben wir hier 4 Monate noch. Aufgaben, alles Gucci. Okay, Hexenzirkel gründen. Neue Familientradition beginnen. So, dann kümmern wir uns noch mal ein bisschen um meinen Kerker. Wer ist er? Der ist ja komplett lost. 9 Kampfgeschick. Foltern. Setzt 100 Frömmigkeit ein. Können wir den nicht einfach rekrutieren? Genau. So, wer bist du? Der ist ja richtig im Ass. Gucken wir auch mal, ob wir rekrutieren können.
Die ist aus dem anderen Haus, genau. Die muss im besten Falle hingerichtet werden. Ab zur Party. Gerne. Ja, 5 Gold. Na komm. Nee. So, wer ist er? Spandausch. Mhm. Rekrutieren. Ja. So, wer ist er? Er ist komplett lost. Niedrige Geburt. Können wir eine Runde foltern? Verlieren wir Anspannung, setzen aber Frömmigkeit ein. Ich meine, wir können auch Gefangene aufheben für hier die Spandauer können wir eigentlich rauslassen, denke ich, beziehungsweise rekrutieren. Wir können generell mal gucken, so vielleicht sortiert nach genau. Ja, kriegst du, ja, okay. Zweikampfgeschick, 0. Das ist alles Bullshit. Alles Schrott. Okay. Hm. Ja, machen wir interessante Gespräche. Oder ich könnte die Meinung erhöhen. Aber interessante Gespräche ist auch gut. Machen wir. So. Lösegeld. Gut, die sind schön gereift. Bündnisse aushandeln. Gerne. Und Reimer von Spandau. Der ist inzüchtig. Ja, nee, brauchen wir nicht. Okay. So, was ist jetzt unser Plan? Auch mal kurz mal bigger picture. Also, Blutlinienstärken haben wir gemacht. Wir wollen Alba weghauen. Komplett. Können wir direkt. Genau, das machen wir gleich. Den würde ich sogar nicht unterwerfen. Wir können ja einmal im Leben Unterwerfungskrieg machen, richtig? Nee, können wir nicht. Müssen wir kurz Klima ausmachen. Was haben wir hier? Wir haben super viele Ansprüche. Okay. Aber Alba, Krieg führen, genau. So, Hexenzirkel würde ich gerne aufbauen. Ja. Und natürlich den Papst auf lange Sicht wegmachen. Aber hier Burgund, das können wir auch noch. Ja, aber erstmal klären wir da um die Insel. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade so ultraschlau ist. Oh, Junge, wir müssen uns mal um Kontrolle kümmern, by the way. Aha. Dortmund nämlich. So. Eifrige Frohnatur erhalten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es läuft gut. Ein Arzt suchen? Was? Ist mein Arzt verreckt? Hof? Nö. Ich kann einfach einen besseren suchen. Okay. Geil. Ein schönes Geschenk. Anspruch auf ein Königreich. Welches? Moin, moin. Komm mal in meinem Hof. Der hat ein Druckmittel. Den kann man nicht umbringen, weil er ein starkes Druckmittel hat. Voila. Dann bekehr ich den. Dann, ne? Shit. Okay. Ja. Machen wir gerne. Nee, wait. Ja, könnt ihr gerne machen. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal Krieg gegen Alba. Aha, das können wir holen. De jure ist natürlich Ehre, ne? Aber vielleicht haben wir einen Anspruch für alles? Nee. Gut, dann machen wir erstmal de jure. Ja. Ja. Die haben ja gar nichts mehr. So.
Alba hat jetzt Hauptsitz in Irland. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal direkt hin. Ja, der kann ruhig faul bleiben. Das wird eh nicht mein Erbe. Wir lassen mal die Hälfte hier. Wir brauchen eh nicht so viele. Einfach nur zur Absicherung. Ja. So, und die werden ausgemerzt. Das geht nicht, was ihr hier macht. Ablass. So. Das lief ja einwandfrei. Ich habe eine Frage. Warum habe ich so wenig Domänen? 2 von 8? Ich bin krassen Gefallen. Okay, eine Sekunde. Also erstmal Lebenswandel, ist okay. Machen wir hier weiter. Ja, ich hole mir das mal alles wieder. Also. Ah, lol. Okay, ich check's gerade. Meine Geschwister haben hier den ganzen Kram bekommen. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Ne? Titel aberkennen. Tyrannei. Hm. Meine ganzen scheiß Geschwister haben es. Check ich jetzt erst. Ja, I guess wir müssen jetzt nach und nach Druckmittel herausfinden und dann einen Titel aberkennen. Weil wenn ich ein Druckmittel habe, ist keine Tyrannei. Gut, dann such mal. Let's go. Wir haben hier noch was abgeschlossen. Kultur. Genau, ich wollte holländisch ausmerzen. Machen wir mal weiter. Okay. Alba nochmal Krieg gewonnen. So, jetzt würde ich hier das komplette Königreich mir einverleiben. Genau. Von ihm. Oh, die haben 12.000 Truppen. 12.000. Die haben 12.000 Truppen. Was haben die an Verbündete? Wer ist er denn, Alter? Er ist in meinem Reich? Nee, ist er nicht. Okay. Warum hat er 4.800? Nee, warum hat er so viele Truppen? Crazy. Mord. Schwanger, sehr gut. Ja. Schmeißen wir hier alles raus. Ach ja, Verbrecher können eingekerkert werden. Schau mal einer an. Warum? Hier steht irgendwie nicht, was sie gemacht hat. Bekanntermaßen ein Verbrecher. Unzüchtig. Ja, dann sperre ich hier mal alles ein. Auch unzüchtig. Gesamte Familie. Ja gut, hat sie ja keine. Next. Ja, und werden jetzt hier alle verhaftet. 28, das dauert jetzt eine Weile.
ist geflohen. Ich kann es eigentlich im Fünfer-Tempo machen. Stein aus Glas. Ach so, ja, wir brauchen eine Brille. Ist okay, wenn sie ein Schwarzdruckmittel hat. Boah, ist das hier. Also ja, muss sein. Ich will hier Ordnung. Nee, nee, du suchst weiter nach Geheimnissen an dem Hof meines Bruders. Ich will ja meine Ländereien zurück, also. Geht ja gar nicht in meinen Kopf rein. Alter. Kunigunde, ab in Kerker. Alter. Maschallah. Das hatte ich, also das habe ich jetzt anscheinend übel schleifen lassen mit meinem letzten Herrscher, weil er mitfühlend war. Kann das sein? Das war doch der, wo wir eigentlich mega auf Ränkespiel gehen wollten, aber der dafür die absolut falschesten Persönlichkeitseigenschaften hatte. Genau, ich erinnere mich. Deswegen haben wir hier nie jemanden in den Kerker gesteckt. Stell mal vor, ne? Oh, was haben wir hier? Ach, Spindeldür. Papu. Stell mal vor, wir hätten jetzt schon geskillt, dass wenn wir jemanden foltern, wir ein Attribut bekommen können. Nein, du spürst weiter Geheimnisse auf. Es geht ja gar nicht klar. Ja, was hier alles aufploppt. Auch, dass es keine Option gibt, irgendwie Ablassbriefe automatisch anzunehmen. Also, ich habe einer gewissen kritischen Masse. Ach ja. Gut. Warte mal. Da war ja was. Ich erinnere mich. Scheiß drauf, was die über mich denken. Die werden durch die kommenden Bankette eh mich mögen. Wir werden jetzt erstmal unserem Kaiser zur Hexerei bekehren. Abfahrt. So. Das mal alles weg. Mein Gott. Wie viele Gefangene haben wir noch vor uns? 6. Gut. Prinz Hendrik auch dabei. Maschallah. So, und ich werde jetzt gleich Folgendes machen. Alter. So, haben wir es abgehakt. Jetzt werde ich nicht Lösegeld einkassieren, sondern ich werde jetzt erstmal schauen, meine Vasallen. Freilassung verhandeln. Das Ding ist, ich habe ihn eingebuchtet. Und das hat mich 30 Meine gekostet, glaube ich. Dann wäre es ja komplett Bullshit, ihn jetzt für 20 gehen zu lassen. Wie viel Geld würde der bringen? 50. Dann machen wir ein Druckmittel draus. So, habe ich hier noch einen Vasallen? Hier. Das ist aus einem ganz anderen Haus. Ja, dann lassen wir dich drin. So. Schwachsdruckmittel. Schwachsdruckmittel. Mhm. Lass mal drin. Okay. So.
Titel aberkennen könnte ich. Aber ich würde lieber die Bande ändern. Für mehr Geld. Ach so, guck mal. War sogar auf niedrig. Ja, von mir aus. Klar. Bündnis aushandeln. Ja, gern. 1500. So. Ja, dann würde ich sagen, suche ich es nochmal im Vormund, meinetwegen. Dann würde ich sagen, der Rest der Verbrecher, da kassiere ich dann jetzt einfach Lösegeld. Scheiß drauf. Die, die halt was einbringen. Kleinvieh macht auch Mist. So, dann checke ich jetzt nochmal, was ich, ob ich was bauen kann. Ich habe ja gar nicht mehr so viel Grafschaften. So, die würde ich direkt kicken, oder? Ist ja ein niederer Adel. Ist ja scheißegal. Dann ist das meins. So. Ist echt ärgerlich hier. Und dann findet ihr auch nichts raus, ne? Ich könnte hier ein Druckmittel fingieren, oder? Ach nee, das kann ich nicht mehr. Müsste ich erst wieder lernen. Ja, wir müssen echt dann, wenn, sobald wir gesunder Körper haben, gehen wir voll auf Ränkespiel mit ihr. Ich glaube, es wird richtig gut. Gut. Jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen aufgeräumt. Oh, es tut gut. Digitalen Müll aufräumen. So, das ist egal. Prinz Reimer. Will ich nicht. Okay. Okay. So. Wir können jetzt erstmal Titel schaffen, damit wir hier den höchsten Rang bekommen. Welcher war das nochmal? Welche Ruhmstufe? Sagenumwoben? Machen wir mal. Kaiserreich Germanien. Wait a minute. Alter, wallah. Nein. Wir behalten. Steht dann halt in Konkurrenz zu Spandau, Kaiserreich. Und dann. Wobei, sobald wir Großteilung haben, da steht halt der Löwenanteil. Was ist der Löwenanteil, ne? Alle Titel im Spätmittelalter, sobald wir das haben, dann wird's sick. Okay. Ja, dann machen wir ein paar Herzogtümer. Wir können ja generell vielleicht auch noch ein paar haben. Das Ding ist, wenn ich das jetzt mache, ich könnte einmal mein Geld dafür jetzt ausgeben und es wäre auch gut. Ding ist, ich muss die halt dann jetzt aufteilen und abgeben. Aber ich mach's. Komm. Herzogtum von Bayern. Gönn. So. Ruhm ist weiterhin bekannt. Zack, aufgeschrieben. Auf sagenumwoben. Ehre. Gut. Also der ist ja leider komplett useless. Wait a minute. Das ist der Typ, dem ich gerade. Warum genau? Zu viele Herzogtümer. Ich wollte gerade schon sagen. Ja. Ne, ist ja klar. Die gebe ich jetzt ab. Alles gut.
Wem gehört denn hier das Ding? Gehört nicht zu meinem Haus. Das ist natürlich nicht cool. Vergeben an. Dynastie Spandau. Religion Zeugen Spandaus. Kultur Sachsen. Zufrieden. So. Geben wir Papo. Einmal das. So. Westfranken. Wo ist denn das? Ach so, das könnte auch. Könnte das meins bleiben? Ja, theoretisch. Könnte meins bleiben. Ja, das ist halt jetzt wieder ein ziemlicher Akt, ne, das hier abzugeben. Boah, das wird jetzt dauern. Er hier. Der Spandau ist aber nicht Sachse. Der ist Angelsachse. Okay. Leute, ich glaube, ich beende die heutige Folge. Dann mache ich das hier alles offscreen. Wir haben jetzt erstmal sehr viel aufgeräumt mit Tamina. Aber ist okay, sind schon sagenumwoben, haben die erste Pilgerreise gemacht. Haben ein bisschen was erobert tatsächlich. Also es nimmt Form an. Und jetzt wären so die nächsten Ziele, ne? Hexenzirkel Form mal. Wir haben jetzt eigentlich fast alles erreicht. Bei mir stellt sich jetzt so langsam die Frage, was unser Ziel sein soll. Denn wie ihr schon merkt, wir brauchen eigentlich niemanden mehr zu fürchten. Wir snowballen komplett durch. Wir müssen durchgehend pausieren und alles wegklicken, weil so viel reinprasselt. Wir sind jetzt spielstandtechnisch an einem Punkt, wo wir keine Herausforderungen mehr wirklich haben. Deswegen setze ich mir jetzt so eigene, wie zum Beispiel den Hexenzirkel, gründen. Man könnte jetzt halt, also schlag da gerne mal was vor. Man könnte jetzt halt, ja, den Papst halt wegmoschen. Man könnte sowas machen wie ganz Europa erobern. Das große Schisma, das wäre vielleicht noch was. Aber da wird es halt sehr grindy. Bin ich ehrlich. Das ist halt so gefühlt die ganze Welt erobern. Also, ja. Also zumindest Europa, alles um Mittelmeer herum, glaube ich. Es wird sehr grindy ab jetzt. Ihr merkt es vielleicht schon langsam. Ich möchte jetzt auch nicht dieses Let's Play hier künstlich in die Länge ziehen. Mein Vorschlag wäre, macht gerne Vorschläge, aber das, was ich mir denke, ist, wir klären hier noch auf jeden Fall ab. Hier können wir abklären. Ja. Das hier auch. Hexenzirkel. Ja, und ansonsten. Ich würde halt nochmal gerne auf jeden Fall. Also, ich will damit nicht sagen, nach dem nächsten Part des Schluss überhaupt nicht. Nur, ne, man merkt, es wird sehr grindy. Man hat tendenziell militärisch und auch wirtschaftlich keine Herausforderungen mehr. Man kriegt die Leute gut im Griff. Wir haben jetzt hier bald in der Nachfolge überhaupt keine Probleme mehr, sobald wir Großteilung haben. Also, ne, sobald hier Heraldik durch ist. Bin ich ehrlich, ne? Ist sehr easy ab jetzt. Am Anfang war sehr viel Zug drin, sehr viel Dynamik, weil wir super schweren Start hatten. Ihr erinnert euch vielleicht in Angria. Ja, mittlerweile. Lausitz ist gone, Bayern ist gone. Okay. Gut, schreibt da gerne Vorschläge rein. Ich verabschiede mich. Sehen uns im nächsten Video. Tschüssikowski.